Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu MS Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und waren dabei, diesen Planeten hier zu terraformen, ne? Und da würde ich sagen, machen wir jetzt direkt mal weiter. Wir brauchen jetzt erstmal kleine Pflanzen. Mittlere Pflanze. Und dann noch eine große Pflanze. Sehr gut. Zack. Du hast die Atmosphäre und die Temperatur stabilisiert. Die platzierten Pflanzen sind nun ein Teil des Futternetzes. Sehr schön. Dieser Planet ist nun bereit für tierisches Leben. Platziere Pflanzen und Fleischfresser, um das Futternetz zu vervollständigen, Leute. Sehr gut. Und der Pfeil, der geht sogar noch weiter hier nach T3. Allerdings, ja, brauche ich erstmal kein T3. Gut, wir haben dreimal Pflanzenfresser. Dann setzen wir die mal hier ab. So Leute, wir haben neues Leben. Und wir haben sogar einen Allesfresser, Leute. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Schaut mal hier. Du hast eine Reihe des Ökosystems vollständig hergestellt. Wenn du schon eine Kolonie auf diesem Planeten gegründet hast, kannst du nur mit einem Klick auf das Rathausgebäude Gebäude hinzufügen. Cool, Leute. Möchtest du weitere Kolonien hinzufügen? Verbessere deinen T-Score und vervollständige das Futternetz. Möchtest du einen Tier? Ja, okay. Gut. Ja, sehr geil, Leute. Schaut mal hier, die haben wir. Warum ist der gestorben? Naja, gut. Komisch, aber gut. Leute, wir können eine weitere Kolonie hier aufbauen. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist doch Wahnsinn hier, Leute. Na, gut, dann schauen wir mal hier nach bei der Stadt. Wie war denn hier den Output noch ein bisschen? Unsere Hymne ist so toll, oder? unseren Output hier noch ein bisschen, ja, vergrößern können. So, Leute, sehr gut. Ja, der Pfeil, der bewegt sich wieder zurück. Das ist ganz okay. Doch, das ist ganz in Ordnung. So, Leute, ja. Und wir hatten beim letzten Mal ein Signal bekommen. Hab ich da noch gehört, ne? Also ich spiele das direkt nach dem letzten Mal. wir hatten ein Signal bekommen beim letzten Mal. Wo denn? Oder auch nicht? Oder auch nicht? Nö, Leute. Oh, schaut mal da. Da ist das Zentrum der Galaxis, Leute. Genau. Ja. Freut mich, dass ihr mir wieder dabei seid hier beim Spore. Und ja, wir haben zwei blaue Gewürze, die würde ich jetzt gerne mal verkaufen. So, Leute. Heimatplanet, ich bin wieder da, hallo. Und die verkaufe ich euch mal, weil eure Preise sind mir definitiv zu hoch. Guckt euch das mal an. Die sind mir viel zu hoch, die Preise. Gut, Leute, dann würde ich ganz gerne eigentlich noch eine Kolonie als nächstes aufbauen. Dafür brauche ich allerdings ein Koloniepaket. Gut, Leute. Bei euch konnte man doch braunes Gewürz teuer verkaufen, oder? Nee, bei denen war das nicht. Moment. Ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, es geht euch gut soweit. An diesem Mittwoch wird es rauskommen. Und ich bin immer noch nach wie vor hier an dem Sonntag und... Ah, hier war's. Hier war's. Sehr gut. An dem Sonntag. Und, ja. Ich warte eigentlich noch auf die Gewitter, die angemeldet sind. ja. Keine Ahnung, warum da jetzt nichts passiert draußen. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. So, kann man für euch Missionen machen? Kann man. Sehr gut. So, finde drei Gnom-Artefakte und bringe sie auf den Planeten... Liefere sie auf den Planeten Marco ab. Alles klar. Ja, dann machen wir das mal. So. Planet Alberta zur Zolterbus. Da sind wir doch schon mal. Sehr gut, Leute. Wir machen eine weitere Mission. Und wie ihr seht, hier unten, der Fortschritt, der ist schon größer. Das erste Artefakt, sehr gut. Ein Gnom, okay. Drei Gnom-Artefakte. Und ich würde sagen, ich mache euch jetzt mal hier eine kleine Ankündigung.
Wir spielen Spore durch, indem wir bitte natürlich Plakette bis hierhin spielen, klar. Und indem wir die das Zentrum der Galaxis besuchen. Genau, Leute, das Zentrum der Galaxis. So, das Gnome-Objekt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ah, das ist aber okay. Ein paar Pflanzen kann ich immer gebrauchen. So, Leute. Wo ist denn das Gnome hier? Verdammt nochmal. Hä? Da hinten ist es. Mehr Pflanzen brauche ich nicht. Ah, sehr gut, Leute. Hier ist noch ein Item. Schaut mal. Ah, die sind in der Zivilisationsphase hier. Guckt mal. Ha, schaut mal. Die haben einfach hier so Gebäude aufgebaut und... Dann klaue ich den... Nein, 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 nein. Dann klaue ich denen einfach mal das, das Item und den, das Gewürz. So. Sehr gut, Leute. Dann klaue denen mal das Planetenbemal-Item. Da ist noch was hier. Hier ist noch was, oder was? Ja, ja, ja. Die haben ganz schön viel auf ihrem Planeten hier. Führen nach wie vor einen Weltkrieg hier, ne? Da, wo wir auch schon drin waren. In der Phase. Ah, schaut mal hier, was ist das denn? Ah, cool. Frühzeitiger Fliegenklatscher. 10 seltene Fossilien. Das können wir teuer verkaufen, Leute. Sau gut, wirklich. Sau gut. Aber ich merke gerade, dass irgendwie unser Heimatplanet... dass der nicht viel abwirft hier an Gewürz. Ich weiß nicht warum, Leute. So, da vorne in die Richtung. Wir suchen ja nach wie vor die drei Gnome, ne? Da ist es. Weißt du was? Ich klaue euch mal ein bisschen Gewürz, wenn es rechts ist. Ihr könnt da... Oha. Oha. Ja, ja, ja. Die Mucke hier ist ganz schön geil. Schau euch das mal an, die Aliens hier. Die haben auch unser... Oha, ja, ja, ja. Oh, schaut euch das an, hier ist ein Krieg und... Die haben auch unser Auto geklaut. Warum klauen die alle unser Auto? Naja, gut, Leute. Nee, ich lasse euch mal euer Gewürz. 45, meine Güte. Die produzieren ganz schön viel Gewürz, nur unsere Heimatwelt irgendwie nicht. Ne? Unser Heimatplanet Sebi, der produziert irgendwie... Warum produziert ihn nichts? Das ist sehr komisch, finde ich, ja. Komisch. Naja, gut, Leute. Der nächste Planet, der ist ein bisschen weiter weg. Hier vorne. Da sind sogar Aliens. Okay, da sind sogar Aliens, Leute. Neue Aliens. Mögen neue Bekanntschaften. Sehr gut. Commodore Froschi. Alles klar. Dass du drei Gnome... Stimmt. Ah. Oh. Ah ja, okay. Grüße und ehrenbezogen, Commodore Froschi. Ja, du hast sie vollständig übergeben und die Frachtpartiere scheinen alle in Ordnung zu sein. Vielen Dank. Kehre nun zum Quapertreich. Ja, cool. Leute. Ich würde mal sagen, das verkaufe ich euch mal hier. Jo, ne? Die sehen geil aus, Leute. Schaut euch das mal an. Keine Augen. Oh, Mann. Ach du Scheiße, ist ganz schön creepy. Kaufmann 1 Plakette. Sehr gut. Gut, dann müssen wir jetzt zurück. Zurück auf den anderen Planeten. Hier zu den gelben, Leute. Alles klar. Dann, hallo. 40.000 Spore-Dollar. Sehr gut, die sind jetzt grün. Alles klar. Sehr, sehr gut. Kleine Gesundheit. Ja, diese Raumschiffteile werde ich mir einen anderen mal holen. Ich brauche am besten jemanden, der mir... Oh, ich brauche neue Energie. Ich brauche am besten jemanden, der mir günstig, nicht so so Halsabschneiderpreisen hier, günstig ein Koloniepaket verkauft. So. Wo waren die denn nochmal? Waren das die? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Das Marderreich.
Das sind ja die Krieger hier, ne? Genau, die haben ein Koloniepaket für 90.000. Würde ich sagen, mache ich mal. Und dann setze ich eine zweite Kolonie mal hier vorne auf diesem Planeten mit dem blauen Gewürz ab. So, also die sind auch schon wieder voll. Sehr, sehr gut. Gut. Das bewegt sich immer noch. Warum bewegt sich das noch? Das macht mich ein bisschen nervös. Gut, Leute, wir bauen eine zweite Kolonie hier auf. Würde ich sagen, die baue ich mal da hinten auf, Leute, zwischen den beiden Gewürztürmen. Mach mal die mal hier hin. Zack. Putz. Sehr gut. Wir bauen uns weiter auf, Leute. Sehr, sehr gut. Zack. Sehr schön. Hallo. Yay, wir haben eine neue Stadt, Leute. Sehr geil. Gut, da würde ich mal sagen, bauen wir auch direkt mal hier schon mal eine Fabrik. So. Ah. Plus 12, plus 12. Ja, okay, kommt. Mr. Watt. Genau. Sehr schön. Nein, warum? Ach, sehr gut, okay. Das stabilisiert sich jetzt hier so ein bisschen, Terra 2. Und ja, genau. Wir haben jetzt hier zwei Städte drauf, Leute. Sehr, sehr cool. Somit steigt auch die Kapazität von denen auf 10. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wir haben 6 blaues Gewürz, Leute. Ja, diesen Mond hier, den werde ich ein bisschen vernachlässigen, um ehrlich zu sein. Weil, ja, muss nicht sein. Kann man hier bei euch nicht blaues Gewürz verkaufen? Tatsächlich für 8.000. Dann machen wir das mal und, ja, mit wem kann man denn dann hier noch handeln? Ich glaube, waren das nicht die, wo man unser braunes Gewürz teuer verkaufen konnte? Ich meine, das wären die gewesen, oder? Nee, die waren das nicht. Die waren es leider nicht, Leute. Waren die das? Die sind ja auch, die sind ja vom gleichen, ne? Flixelweich. Die haben goldenes Gewürz. Hallo. 8.000, ja, sehr gut. So, sehr schön, Leute. Ja, 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 die Mucke. So gut, wir haben noch einen Pflanzenfresser. Gut, also in dieser Folge werden wir eigentlich alles dran setzen, um diesen Planeten hier auf T3 zu kriegen. Ne, damit wir braunes und blaues Gewürz haben, kriegen. So Leute, dann würde ich mal sagen, wir haben schon mal die Pflanzen sicher. Und dann, jo, sammelt ihr doch mal bitte einen Pflanzenfresser, brauche ich noch. Ein Esel. Genau Leute, den Esel, unser Haustierchen. Unser Haustierchen, Leute. Ah, schaut mal hier. Schaut mal hier, erinnert ihr euch? In der Kreaturenphase. Da haben wir das Ding hier gesehen. Und was ist da schon wieder für ein Signal reingekommen, Leute? Das ist doch mal mega interessant. So, wir brauchen Pflanzenfresser. So, was sind das da für welche? Das ist ein Fleischfresser sogar. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Dann haben wir wieder eine Reihe vom Ökosystem voll für den neuen Planeten. Für den einen Planeten dort. Ne? Also wir bauen hier Schritt für Schritt unser Reich weiter auf. Nur warum finde ich hier keine Pflanzenfresser, Leute? Warum finde ich hier keine Pflanzenfresser auf meinem Heimatplaneten? Das ist ein bisschen blöd. Buga vielleicht? Finde ich nicht. Sind hier keine Tiere unterwegs? Doch, da hinten. Was sind das für welche? Hallo! Pflanzenfresser, ja, die brauche ich... die brauche ich eigentlich nicht. Setz den mal wieder ab. Dieses Spätes gibt es hier bereits. Oh, schaut mal hier. Unsere Flugzeuge hier. Ah, stopp. Ah, nee, die habe ich schon, oder? Die Esel, ja, ja, die Esel habe ich schon. Die Kuh, Leute. Ach was. Die Kuh.
Wisst ihr was? Das hier erinnert mich gerade daran, dass wir hier die Stammesphase gehabt haben, ne? Mit den Kühen, mit den Eseln hier unten. Dann ist das hier unsere Hauptstadt, oder? Nee, eigentlich nicht. Naja gut, okay, Leute. Gut. Dann brauchen wir, um diesen nächsten Planeten nochmal neu zu... um auf T3 zu bringen, brauchen wir ja... wo war's? Hier. Die haben schon wieder 4 Stück, meine Güte. Ganz schön schnell hier. So, dann haben wir ja hier, wir brauchen noch ein bisschen Atmosphäre und Temperatur. Wobei, der bewegt sich noch ein bisschen sogar. Moment. Werkzeuge für die Planetenatmosphäre. Ja. Moment, wir brauchen noch... So, jetzt ist er beruhigt. Temperatur und Atmosphäre, alles klar. Das heißt, wir brauchen noch 2 Items. Brauchen noch 90.000 ungefähr. So. Wir haben wieder 5 blaue. Die können wir bei unserem Heimatplaneten gut verkaufen. So. Dann, hallo, ich habe blaues Gewürz. So, da haben wir schon mal die 41.000. Safe. So, Leute. Wir brauchen noch 60.000, um uns die Sachen leisten zu können. So, die sind noch gelb. Habt ihr Missionen für uns? So, dann, hallo? Ja, ja, sei nicht so aggressiv. Ich würde gerne eine Mission für euch machen. Sehr schön. Können wir machen. Zerstöre sämtliche Geschütze. Nein, ich will keinen Krieg. Nicht mit denen, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Ja gut, dann brech die ab. Komm. Nee, nee, ich will keinen Krieg mit denen, absolut nicht. Nee, nee, danke. Keinen Krieg anzetteln, bitte. So, was haben wir hier? Die Aliens hier. Ja, wir gehen jetzt quasi durch die ganzen Alienrassen durch und, ja, gucken mal. Hier können wir schon mal einen. Brauche ich auch gleich. Brauche ich auch später noch, ne? Gut, dann kauf das einmal. Und, ja, ich würde gerne eine Mission für euch machen. Dankeschön. So. Gut, wir sollen eine Prägelfundpflanze vom Planeten Volz. Da waren wir doch schon mal. Planet Volz? Hier, genau. Eine Prägelfundpflanze holen. Würde ich sagen, machen wir das doch mal. Lieber friedliche Mission, weil ich möchte keinen Krieg anzetteln hier. Wirklich nicht. Ah, das ist also so ein Baum. Okay, interessant, Leute. Das ist also so ein Baum hier. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir das mal zurück. So, perfekt, Leute. Wunderbar. Das läuft ja wie geschmiert hier. Genau, wir können jetzt schon viel weiter reisen, wenn euch das aufgefallen ist, ne? Hier. Der Radius, der ist schon wesentlich größer. Und schaut mal da. Wir haben hier schon unsere Kolonie soweit aufgebaut. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, bringen wir die mal zurück. So. Hallo. 30.000 Supporter. Ui, wir haben ein Bündnis tatsächlich. Du lachst uns wieder aus, ne? So, Diplomatie. Handelsroute. Möge das Geld zwischen unseren Welten hin und her fließen. Diplomatie. Bündnis. Jawohl! Mit diesem Bündnis können wir unsere Galaxie glücklich machen. Wir nehmen dein Angebot an. Sehr schön, Leute. Dann kann ich ja hier auch... Moment, wo geht das denn hier? Ah, schaut mal hier. Hier. Wir haben ein Schiff, Leute. Einen Verbündeten. Oh, sehr geil. Wir steigen schon wieder auf. Das geht ja ganz schön flott. Glückwunsch, du hast den Titel Admiral verdient. Ja, 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 wir sind schon bei der 3. Stufe. Allerdings brauchen wir noch 7 Stück. Oh, cool, Leute, schaut mal, da kreist jetzt ein Raumschiff um uns drumherum. Ach, ach, so funktioniert das.
Ah, mit den Handelsrouten kann man Planeten kaufen. Na gut, das bringt eigentlich nicht viel hier. Moment, wir haben ja ein Bündnis mit denen, ne? Ich würde ganz gerne... Moment, die Handelsroute. Diese Handelsroute einstellen. Danke für dein... Ach, Gott sei Dank. Ich brauche diesen... Also diesen Mond hier brauche ich eigentlich nicht. Ich würde ganz gerne... Die haben alle gelbes Gewürz nur, ne? Hast du einen T3-Planeten hier, Freund? Das ist auch ein T0. Die haben alle immer nur T0er, ne? Das ist ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nämlich ganz gerne einen T2 oder so Planeten. Den Hauptplaneten vielleicht. Ja, den Hauptplaneten. T3, genau. Hier, machen wir mal hier eine Handelsroute. Handelsroute. Möge das Geld hin und her fließen. Sehr schön. Sehr cool. Ja, gut. Dann. Die fliegen hier hin und her. Sehr schön. Alles klar, Leute. Jetzt haben wir eine Handelsroute mit dem Heimatplaneten von denen. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, jo, gehen wir mal hier drauf. Und dann gucken wir mal, ob wir denen hier was verkaufen können. Können wir nicht. Schade. Missionen. Unser Strafkatalog. Eieiei. Kannst du seine... Ah, das kann ich machen für euch. Das ist kein Problem. Bringe uns einen Nunkunku, Tier vom Planeten Boronia. Alles klar, da ist er doch schon. Oh, von unserer Verbündeten. Ja, da muss ich jetzt aber aufpassen. Moment, kann man bei denen verkaufen? Hallo? Nein, leider nicht. Okay. Alles klar. Gut, Leute. Dann. Wir sollen nur ein Tier mitnehmen. Das ist kein Problem. Oh, haut mal. Schaut mal hier. Das Raumschiff. Das fliegt uns hinterher. So cool. Leute, so cool. Wirklich so cool. Aber welches denn? Welches denn? Dieses da? Tatsache. Okay, cool. Dann wieder weg hier. Und schnell wieder zurück. Ich brauche nämlich unbedingt die Kohle für die nächsten Terraforming-Werkzeuge hier. Los. So, sehr gut. Dann haben wir's. Ja, sehr schön. 22.000 Spore-Dollar. Oh, cool. Die sind blau. Sehr gut, die sind blau. Sehr, sehr schön. So, Leute, alles klar. Aber den Planeten hätte ich eigentlich schon ganz gerne. T2-Planet mit pinkem Gewürz. Das hätte schon was. Also, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Gut, dann würde ich sagen, statten wir mal denen hier mal einen Besuch ab. Den neuen hier. Der neuen Rasse. So. Hallo. Jo, ne? Mission. Hast du eine Mission für uns? Eine neue Zivilisation gibt. Persönlichen Kontakt aufnehmen. Jawohl, das schaffe ich. Sehr gut. Wir sollen einen Bürger entführen. Und das nennt ihr persönlichen Kontakt aufnehmen. Ja, ist schon klar, Leute. Ist schon klar. Wirklich. So. Gut, wir müssen uns wieder aufladen. Mit Energie. Gut. Aufladen und tschüss. So geht man mit der Heimatrasse um. Bürger auf dem Planeten Lepisus. Hier, genau. Lepisus. Kann man von denen vielleicht sogar was klauen hier. Hä? Ein bisschen Gewürz klauen. So. Einen Bürger sollen wir also mitnehmen, ja? Na gut, dann... Dann nimm mal einen Bürger mit. So. Vorsicht. Die Entführung von Bürgern verärgert das dortige Reich. Ja, klar. Oh, schaut mal hier. Gewürze. Leute. Sehr schön. Oh. Okay.
Ja, ach komm. Ihr seid in der Zivilisationsphase. Ihr könnt mir nichts. Wirklich nicht. So, dann nehme ich hier noch ein bisschen... Gewürz mit, wenn ihr noch was habt hier. Da tatsächlich. Alles klar. Cool, danke. So, das war's. Mehr brauche ich erstmal nicht. Wir sollen zurückkehren, Leute. In das Adelria-Sternsystem. Ist klar. Dann machen wir das doch mal hier. So. Dann. Hallo. Da bin ich wieder. Sehr schön. Oh! Was? Krass. Wir sind schon grün. Cool, Leute. Handel? Nein. Mission? Nein. Erstmal Bündnis. Können wir hier ein Bündnis mit euch machen sogar schon? Sehr schön. Cool, Leute. Cool. Diplomat 2 Plakette. Sehr gut. 4 Plakettenpunkte. Sehr cool, Leute. Was habt ihr denn da für einen Planeten? Nur den einen? Ernsthaft? Habt ihr nur einen Planeten? Krass. Ja gut, okay. Jo, dann würde ich mal sagen, können wir hier irgendwo braunes Gewürz verkaufen? Einen Moment, ich suche gerade nochmal die Leute, die uns teuer braunes Gewürz abkaufen. Wo waren die nochmal? Weil wenn wir die wiederfinden, dann... So, schaut mal. Jetzt haben wir hier nämlich die grünen Areale. Das ist der Bereich von unserer Verbündeten. Richtig cool, Leute. Von wo? Von wo kommt hier ständig ein Signal? Weiß ich nicht. Ist auch egal. So, schauen wir mal, ob die uns hier ein bisschen was anbieten für unser Gewürz. Hallo. 3000. Nee, Moment, da gibt's Besseres. Da gibt's auf jeden Fall Besseres. Jo. Wo waren sie denn? Die Blauen vielleicht? Hallo. 4500. Ist eine Option. Ist eine Option, sagen wir es mal so. Jo, dann würde ich mal sagen. Gucken wir nochmal hier. Bei unserem Verbündeten. Beim X-Flix-Reich. Hallo. Nein, 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 nein. Hier hat doch irgendeiner 10.000 geboten. Waren wir schon bei denen? Bei denen waren wir, glaube ich, schon. Hä? So. 200. Schade, Leute. Irgendwer hat doch 10.000 für braunes Gewürz angeboten. Ja, das waren, glaube ich, die. Aber da, gut, dann verkaufe ich sie halt hier. Meine Güte. So. Hallo. So. Ah, nee, das waren die 3000. Moment. Ja, man muss hier gut wirtschaften. Ich merke es schon. Gut. Dann. Grüße, aufladen, wiedersehen. Weil es hier halt kostenlos ist. Ne? Gut, wo waren sie denn? Wo waren sie? Was hier? Vielleicht hier. So, vielleicht hier. Ja, die Uhr klingelt auch gleich. Also ich will jetzt eigentlich nur noch hier das Gewürz verkaufen. 5400. Da, so. 59.000. Zack. Weg. Ist klar. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, jo, klingelt unsere Uhr jetzt. Und dann beende ich mal die Folge. Ja, Freunde. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal, wie es hier spannend weitergeht. Wie wir jetzt hier unseren Planeten auf T3 bringen, hoffentlich. Und ja, Moment, da gehe ich nochmal kurz hin. Sammle nochmal kurz das Gewürz. Genau. Und 4... Gelbes? Hä? Wieso auf einmal 4 Gelbes? Ah, von der Handelsroute. Ich verstehe, Leute. Alles klar, sehr, sehr cool. Ja gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.